Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Ja, wir werden heute gemeinsam eine Liebesnachricht von deinem Wunschpartner machen. Wir schauen, was die Energien zu sagen haben. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. So, wir nehmen zuallererst ein Engel der Liebe-Orakel. Also hier haben wir zuallererst die religiösen Faktoren. Also das kann entweder damit zu tun haben, dass der eine spirituell ist und der andere nicht, vielleicht unterschiedliche Glaubenssätze oder es gibt irgendwelche moralischen Hindernisse in eurer Verbindung. Lass uns aber mal näher reinschauen. Ich nehme jetzt noch eine Herzenfühlenkarte und dann machen wir weiter mit dem Tarot und den Kipperkarten. Was möchte dein Wunschpartner dich gerne wissen lassen? Und wir haben hier das Glück. Ja, das Glück findet er mit dir. Ich nehme hier wahr, tatsächlich mit den religiösen Faktoren, dass da eben noch so ein Hindernis ist. Wie gesagt, es können unterschiedliche Glaubensrichtungen sein oder aber moralische Gründe, die noch zwischen euch stehen. Aber hier möchte dein Wunschpartner dir sagen oder dich wissen lassen, dass du für ihn das große Glück bist. Ja, wenn er an dich denkt, wenn er mit dir zusammen ist, dann bekommt er diese Glücksgefühle einfach in sich, er spürt sie einfach auch in sich. Genau, lass uns mal mit dem Tarot schauen. Ich werde jetzt 6 Karten nehmen. So, lass uns die 6 Karten erstmal hinlegen. So. So, hier haben wir noch 2 Karten. Ups. Okay, die decken wir jetzt einen nach der anderen auf und die tun wir auch mit den Kipperkarten heute mal abklären. Also wir haben hier den Page der Münzen. Den klären wir jetzt mit den Kipperkarten ab. Also, um was geht es hier? Viel Geld gewinnen. Ja, da wir ja in Bezug auch auf die Liebe legen, ja. Er möchte tatsächlich, oder zumindest besteht der Wunsch, ja, dir das volle Glück. Wir haben hier auch auf der Karte die 777 draufstehen, wenn man das hier sehen kann. Das ist so diese reine Glückszahl auch. Und hier besteht einfach auch der Wunsch auf Seiten deines Wunschpartners, einfach dieses Glück auch leben zu können mit dir. Wir schauen auch nochmal später, was das mit den religiösen Faktoren auf sich hat, denn das scheint mir hier eben noch ein Hindernis zu sein, aber die Energien deines Wunschpartners sagen ganz klar, dass er dieses Glück einfach auch mit dir leben möchte, ja, auch einen Schritt auf dich zukommen möchte. Lass uns mal weiter schauen, was hier noch die Botschaft ist. Ja, und der Ritter der Stäbe, er ist hier auf dem Weg zu dir. Natürlich kann es eben auch bei dem einen oder anderen von euch sein, dass dieser Mensch auch teilweise sehr impulsiv auf dich zugeht, ja, dir dann totale Liebesbekundungen macht und sich dann auch auf einmal wieder zurückzieht und du weißt dann überhaupt nicht mehr, was Sache ist, hast dann wieder Fragezeichen in deinen Augen. Und hier haben wir eine Reise als Klärungskarte. Also entweder plant dein Wunschpartner mit dir auf eine Reise zu gehen, ja, oder aber einen Wochenendtrip. Oder es kann eben auch bei dem einen oder anderen von euch sein, dass dieser Wunschpartner jetzt tatsächlich auch plant, auf seine eigene persönliche Reise zu gehen, ja, und eben auch diese Hindernisse, was wir hier oben auch liegen haben, hinter sich zu lassen, damit liebäugelt, jetzt einfach die Dinge anzupacken und wirklich auch dieses Feuer in sich zu entwickeln, seinem Glück hinterher zu rennen, ja, denn hier haben wir einfach auch die Glückskarte in Bezug auf dich. Lass uns mal weiter schauen. Ja, denn hier haben wir auch den Page der Stäbe. Ja, das ist hier auch der Wunsch nach Neubeginn. Einfach, dass hier etwas zwischen euch entstehen kann, weil er hier dieses Potenzial zwischen euch auch sieht. Und hier haben wir das unverhoffte Geld. Da gehe ich jetzt davon aus, dass du vielleicht noch gar nicht wirklich weißt, was da im Hintergrund passiert. Aber hier besteht ganz klar der Wunsch nach Neuanfang mit dir. Wie gesagt, wir schauen noch mal gleich nach der Blockade mit den religiösen Faktoren. Aber mir scheint es hier so, dass dieser Mensch, der hier liegt, jetzt so langsam den Mut entwickelt, wirklich zu seinem authentischen Ich, zu seinen Wünschen auch stehen möchte und einfach alles hinter sich lassen möchte, um eben einen Neubeginn auch zu starten. Hier haben wir die 4 der Kelche. Die möchte ich gerne auf jeden Fall auch mal abklären, was diese 4 der Kelche hier bedeuten. Das große Glück. Denn ja, in der Vergangenheit war es tatsächlich so, ja, dass dieser Wunschpartner noch nicht frei war, noch nicht bereit war, dieses große Glück oder sagen wir mal auch dieses Geschenk eurer Begegnung annehmen zu können mit dem großen Glück. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, weil ja eben auch diese Blockade dazwischen steht, dass er das immer mehr realisiert und immer mehr auch dazu stehen möchte und auch dieses Geschenk des Universums eurer Begegnung einfach jetzt auch annehmen möchte, weil er immer mehr auch realisiert, dass du sein Glück bist. Da sprechen sehr viele Karten auch dafür. Denn schau mal, wir haben hier auch den Stern. Und wir haben hier den Todesfall. Ja, bitte nicht erschrecken mit dem Todesfall. Also das ist hier einfach irgendetwas, was hier auch zu Ende gehen muss, um etwas Neues hier zu beginnen in eurer Verbindung. Und das scheint mir hier eben dieses oben, was hier liegt, einfach auch zu sein. Und das ist hier auch diese Heilungskarte, die hier auch liegt. Natürlich kann es bei ganz wenigen von euch sein, dass hier eben auch die Blockade eben deshalb war, weil vielleicht auch hier irgendjemand gegangen ist in der Vergangenheit, aber primär für die meisten von euch nämlich hier war, dass hier diese Heilung jetzt auch entfacht wird in eurer Verbindung, dadurch, dass eine innere Stimme deinem Wunschpartner sagt, nimm dieses Glück an, was dir geschickt worden ist, auf deinen Weg und versuche Dinge zu beenden, die dir einfach nicht mehr gut tun, die dich nicht mehr glücklich machen. Und das ist hier eben auch diese Heilungskarte, die angezeigt ist. Ja, und hier haben wir die Acht der Schwerter, die aber auch nochmal zusätzlich für eine Belastung steht. Das heißt, vielleicht kommt dann nochmal so eine Überforderung zustande in den Gedanken deines Wunschpartners. Aber dadurch, dass wir hier die zu hohen Ehrenkarte haben, bedeutet es, dass er schlussendlich, also die Energien sagen zumindest aus, dass er es schaffen wird, aus diesem Gefängnis auszubrechen, weil zu hohen Ehren kommen ist dann immer so, nochmal auf die nächste Stufe aufzusteigen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung, je nachdem, wie lange es schon zwischen euch so geht. Aber hier scheint irgendetwas, also irgendwie Klick gemacht zu haben bei deinem Wunschpartner, sodass er jetzt so dieses Feuer in sich spürt, was ihn immer mehr dahin presst, auch wirklich zu seinem Glück zu stehen und auch das Glück annehmen zu können. Lass uns jetzt trotzdem noch mal zum Schluss schauen, was die religiösen Faktoren bedeuten, beziehungsweise was hier noch Blockaden sein könnten. Aber primär nämlich war, dass er hier kurz vor dem Durchbruch ist, dein Wunschpartner. Was könnten die Blockaden noch sein? Also wir haben das Gericht und die 7 der Schwerter. Ja, die genau, und das ist hier das ja auch mit diesen 8 der Schwertern. Also dieser, jetzt ist es zurzeit noch so, ne, das Universum versucht ihm Zeichen zu schicken und versucht ihn immer wieder auch dahin zu drücken, nicht mehr vor seinen eigenen Wünschen und seiner eigenen Intuition zu flüchten, ja. Und ich sag mal, solange er sich noch nicht der Sache wirklich stellt, wird er immer wieder daran erinnert, an eure Verbindung, an das Glück. Es kann sein, dass er nachts Träume bekommt, dann immer wieder tauchst du dann auf oder Erinnerungen, ja, aber all das, da unterstützt das Universum einfach auch, dass diese letzte Blockade, dieser letzte Knoten eben auch noch aufgelöst wird, dass dieser Mensch einfach auch authentischer lebt, ne? Weil bisher war es vielleicht so, er hat sich selber etwas vorgemacht, hat sich immer wieder irgendetwas, was bereits so ist im Leben, aber nicht wirklich das volle Glück war, hat er sich vielleicht auch schön geredet, aber hier habe ich das Gefühl, immer mehr werden diese Zeichen geschickt, um dass er sich tatsächlich auch dieser Situation stellt und seinem Glück eben auch in Bezug auf dich folgt und hier eben auch diese Heilungskarte liegt. Genau. Lass uns doch noch mal zum Schluss, bevor wir das Reading beenden, weil es ist ja eine Liebesnachricht, eine Liebesbotschaft noch von deinem Wunschpartner an dich ziehen. So. Und natürlich liegt es immer auch an dir, ne? Wartest du nicht? Wie machst du dein Leben weiter? Das ist immer euch selbst überlassen. Ich sage hier nur die Energien dieses Wunschpartners, der hier liegt. So, also wir haben hier 2 Karten bekommen und zwar, das ist eine super passende Botschaft. Wir haben hier einmal, bleib dir selbst treu und hier geht es eben auch um dieses Reading, ja. Dieser Mensch hat die große Lernaufgabe, sich selbst treu zu sein, nicht mehr seinem eigenen Wunsch zu flüchten, sondern sich wirklich jetzt auch seinen eigenen Wünschen auch zu stellen und eben diese Treue zu sich selbst zu zeigen und das Universum drückt ihn da quasi rein, dass er jetzt selber sich treu sein soll, indem er einfach auch jetzt den Dingen folgt im Leben oder sich mit den Dingen verbindet oder Menschen verbindet, die für ihn einfach das große Glück bedeuten. Und was haben wir hier noch für eine Karte? Die Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Ja, und das darf hier eben auch der Wunschpartner lernen, von irgendetwas loszulassen, was ihm vielleicht eine vermeintliche Sicherheit gegeben hat, aber ihn nicht glücklich und erfüllt gemacht hat. Und hier darf er eben, und das ist hier das auch mit dem Universum, loslassen, damit ja, er sich einfach dieser neuen Geschichte zwischen euch beiden auch wirklich voller Hingabe frei machen kann. Ja, egal was da eben auch ist in eurer Situation. Ja, es ist eine schöne Entwicklung. Schlussendlich natürlich müssen dann auch die nötigen Schritte gemacht werden, aber die Energien zeigen, er wird immer mehr da reingedrückt. Er weiß immer mehr, dass seine Seele ganz woanders hingehört, als wo er jetzt gerade hin drinne steckt und eben dieses Glück zu dir, dieses Gefühl des Glückes zu dir, ihn immer mehr auch so in die Richtung zu dir drückt, zu dir näher kommen lässt. Genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz mit dieser Legung gegangen seid. Und wenn euch das Reading gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.